Hallo zusammen und willkommen zurück zum Freitagsvideo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Und genau, wir spielen heute meinen Urlaubsspartopf, passend zu meinen Nägeln. Perfekt. Und dann hüpfen wir noch in Luxusbücher. Dann hüpfen wir noch Gesundheit und Tattoo. Genau. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Der Urlaubstopf braucht auf jeden Fall Geld. Aber ja, genau. 5 Wochen und so. Wir schlagen uns durch. Also, bei der ersten Challenge hier würfel ich mit einem 20er Würfel. Die ist von Niki von NGN Teacher Design. Und wir würfeln eine 12. Das geht ja gut los. Aber wie gesagt, hier soll halt auch ein bisschen Geld rein. Ne? Sind 5, 9. Und zwei. 295 Euro schon. Wow. Ich mal das Kleingeld raus und packe 15 Euro rein, beziehungsweise, oh nee, das tauschen wir ein bisschen. 10, 20, 10, 20, 30, 40. Gut, dann packen wir hier direkt die 2,20er rein. So. Hundert, 200, 250, 70, 90, 5. Okay. Da habe ich, glaube ich, aus Versehen gerade mit weggetan. Ja, das kommt hin. Okay, gut. 295 Euro. Sehr gut. Und 12 Euro sind heute reingekommen. Dann die Tropical. Die möchte ich eigentlich so langsam mal abschließen, aber hier ist immer noch so viel zu tun. Das ist der Wahnsinn. Ich rubbel erstmal hier das letzte Feld frei, dann ist es hier oben schon mal abgeschlossen. Hier haben wir eine 5. Dann hätte ich Lust, ein Los zu ziehen. Und das sind nochmal 9 Euro, 3 und 6. Ja, das war jetzt so nicht geplant. Sind wir schon bei 4,10. Und ich glaube, die packen wir auch rein, beziehungsweise, nee. Also 233 haben wir plus 4,10. Dann würden wir noch was für 3 Euro machen. Ja, okay. Ja, doch, gut, dann mal lassen wir das so. Plus 4,10. Ja, sind 247 Euro. Schule der magischen Welt überspringen wir heute einmal. So, ich möchte andere Spiele gerade priorisieren. Zum einen Schatz des Pharao von Susan von gemeinsam sparen. Und hier würfeln wir mal mit Gold. Das passt doch sehr, sehr schön. Wo ist mein Magnet hier? Ah, da. Eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist das Auge des Horus. Und das können wir hier abkreuzen. Dann bin ich einmal vor dem Hüter des Grabes und der Schl nee, der Schlange nicht. Hüter des Grabes und vor der Mumie bin ich geschützt. Kann mir dann nichts anhaben. Eine 3. 1, 2, 3. Und ich glaube, genau das ist das letzte Mal auch passiert, als ich geschützt war. Direkt auf die Mumie gekommen und direkt ja, war der Schutz wieder dahin. Da dürfen wir nochmal würfeln auf der Feldflasche. 1, 2, 3. Ah. Die Grabungsstelle. Genau, wir sind ja noch immer auf der Suche nach dem Schlüssel, der unter den Rubbelfeldern versteckt ist. Und ja, damit niemand gespoilert wird, rubbel ich ohne euch ein Feld frei und erzähle euch dann, was ich gefunden habe. Einen Moment. Da bin ich wieder. Ich habe nichts gefunden. Das heißt, wir sind immer noch bei 0 Euro, die wir sparen müssen. Und ja. Laufen fröhlich weiter. 1, 2, 3. Die Katze führt mich zur nächsten Stelle, an der ich graben kann. Heißt,
Gleiches nochmal. Ich habe übrigens nur noch 3 Rubbelfelder. Und jetzt gleich nur noch 2. Mal sehen, ja, ob ich den Schlüssel finde oder nicht. Einen Moment. Ja, ich habe tatsächlich den Schlüssel gefunden. Hier, das Symbol war unterm Rubbelfeld. Du hast den Schlüssel zur Pyramide gefunden. Wenn du bei der Tür bist, kannst du eintreten und die Schätze bewundern. Kreuze den Kreis auf der Rückseite deines Spielfeldes an. Das mache ich doch gerne. So, nicht, dass wir das hier heute auch spontan noch abschließen. Genauso wie den Fluch der Meerhexe im letzten Video. Das wäre ja was. So, also Schlüssel gefunden. Und eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, wir dürfen mal was sparen. 3 Euro. Wow. Gut. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Oh, die Hüter des Grabes. Ich versuche jetzt einmal auf die Tür zu kommen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Aber zuerst hat uns der Fluch getroffen. Mal sehen, wie schwer. Das ist hier diese Challenge. Da nehme ich mal den Halloween-Würfel mit dazu. Wir sind ja hier schließlich im Oktober. Eine 6 und eine 1. Und da habe ich hier einen Teil von diesem grünen Fläschchen getroffen. Aber das spart man dann erst, wenn man beides abgekreuzt hat. Von daher können wir noch ein vielleicht letztes Mal würfeln. Ich brauche eine 4. Eine 5 ist es geworden. Oh nein. Das heißt, ich lande auf der Katze. Die führt mich zur nächsten Stelle, an der ich graben kann. Und ich rubbel nochmal ein Feld frei. Mal sehen, was ich diesmal noch finde. So, und zwar habe ich eine Tonvase gefunden. Dafür kann ich 2 Euro bekommen. Genau, also ich spare 2 Euro. Und dann sind wir erst bei 5. Da würde ich, glaube ich, noch einmal würfeln, bis ich noch, also noch so oft würfeln, bis ich noch einmal sparen muss. 1, 2, 3, 4. Erstmal rubbel ich das letzte Feld hier frei. Einen Moment. Ich habe nochmal nichts gefunden. Das heißt, ich muss auch nichts sparen. Ich habe jetzt alle Rubbelfelder aufgerubbelt. Und ja, mein Ziel ist es jetzt eigentlich nur noch, zur Pyramide zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal würfeln. Und ich bin gespannt, wie oft ich bis dahin hier noch verflucht werde. 1, 2, 3, 4. Start. Würfel einmal. 1, 2, 3, 4. Das Auge des Horus beschützt mich. Wieder ankreuzen. Oh, jetzt habe ich hier das Kreuz verschmiert. 1, 2, 3, 4. Spare 1 Euro. Und ich habe ja gesagt, eigentlich nur noch bis ich nochmal sparen muss. Jetzt sind wir bei 6. 87 Euro sind da drin. Sind wir bei 93. Ich überlege tatsächlich, ob ich das Spiel nicht beenden soll. Ich versuche mal zur Tür zu kommen und dann überlegen wir mal, wie wir es machen. Aber es geht ja halt auch darum, den Eingang zur Pyramide zu finden. Den habe ich ja noch nicht gefunden. Ich habe ja nur den Schlüssel gefunden. Genau, der Hüter des Todes kann mir nichts anhaben, weil ich das Auge des Horus hatte. Spare 4 Euro. Das heißt, wir sind jetzt bei 10. Und dabei würde ich es eigentlich belassen wollen. Ja, ich denke da mal drüber nach. Ihr werdet im Wochenabschluss erfahren, ob ich es rausgenommen habe oder nicht. Weil es sind jetzt alle Rubbelfelder aufgerubbelt. Ich habe den Schlüssel gefunden. Aber andererseits zum Beispiel diese Challenge hier. Hier habe ich halt 1, 2, 3, 4, 5 Mal ein Kreuz gemacht. Und hier ist halt noch gar nichts passiert. Ich weiß, ich habe mir auch die Ereignisfelder, die hier und hier drunter noch stehen, nicht durchgelesen. Das heißt, ich weiß auch nicht, was da passiert. Würde mich ja auch schon interessieren. Andererseits will ich ja auch nicht verflucht werden. Ja. Lasst euch mal überraschen am Montag. Ich lasse mich bisher auch noch überraschen. Ah. Oh nein. Geh doch auf. Geh doch auf. Das gibt's doch nicht. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich habe halt vergessen zu tracken. Mann, Geld habe ich ja reingetan. Gott,
Wenn ich das nicht wieder aufkriege, dann muss ich das aufschneiden. Da ist ja Geld drin. Also. Oh. Ja, erzählt mal, wie geht's euch? Ist alles gut? Habe jetzt gerade ein bisschen Zeit, hier zuzuhören. Ah, hier. Ah, geschafft. Oh, Gott sei Dank. So. Plus 10 sind 97 Euro. Habe ich doch auch reingetan, oder? Hoffentlich. So, oh, jetzt habe ich natürlich hier gar nicht mitgeschrieben. Schule der magischen Welt haben wir nicht gespielt. Der Schatz des Pharao hat 10 Euro bekommen und die Tropical 14. Und dann haben wir noch Tod im Herrenhaus von Alltagssparen. Das hier habe ich ja durchnummeriert und wir gehen in Challenge Nummer 6. Die haben wir hier. Und das ist tatsächlich das Foyer, wo wir einen losziehen dürfen, ne? Die habe ich hier. Genau, und die Lose müssen wir ja erst aufbewahren, um dann später hier den Code ermitteln zu können. Und wir haben natürlich eine 8. Das heißt, hier werden nochmal 8 Euro fällig. Achso, ich sage noch, das Los muss ich aufbewahren und schmeiße es dann weg, ne? Ist logisch. Nein, das kommt hier zu dem anderen, was hier schon irgendwo ist. Wo habe ich denn das andere los? Ah, hier. So. Plus 8 sind dann 43 Euro. So, und mit dem restlichen Geld springen wir in den nächsten Binder. Genau, so, das schreibe ich noch eben auf. 8 Euro. Und dann haben wir in den Urlaubstopf tatsächlich 20, 30, 34 Euro gespart. Letzte Woche hatten wir 63, also. Ne? So, Luxustopf. Einmal ein flotter Schluck zum Abschied. Diese sehr, sehr coole Klappkarte von Tanja von Kaffee und Quatsch. Ich würde gerne ein Feld frei rubbeln und ich nehme mal das hier oben mit dem Auge da drin. Sieht auch richtig cool aus. 4 Euro, okay. Dabei können wir es belassen. Genau. Und dann kommen wir zur Gina. Und die Gina hat hier noch die 7 und die 8 Euro. Und die werden wir heute beenden. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich sie super süß finde. Aber ich kann sie einfach abwischen, nochmal spielen, beziehungsweise als Deckblatt benutzen. Alles gar kein Problem. So, beziehungsweise wir packen keine 15 Euro rein, sondern nur 14. Sodass wir nämlich nicht auf 66 Euro kommen, sondern wir machen nur 65 Euro, weil der eine Euro, den lassen wir mal unter den Tisch fallen hier. So, das ist der eine Euro. 10, 15. Genau, und dann sind hier 20, 40, 50, 60, 65 Euro drin. Und die dürfen einmal nach vorne in meinen Luxustopf. Genau. Nicht, dass ich das Geld nicht schon verplant hätte. Also, ja. Ihr werdet sehen, was damit passiert. Bestimmt schon sehr bald. Plus 65 sind 75 Euro, die ich hier drin habe. Sehr schön. Und für Gina darf dann demnächst eine neue Challenge einziehen. Oder ein Spiel. Mal gucken. Aua. Oh. Oh, mein Finger war dazwischen. Ach, weil der Bein einfach zu voll ist. Oh, autsch. Davor hat man ja immer Angst, ne? So, Flora Flamingo. Auch die möchte ich langsam beenden. Und hier ziehe ich einmal das letzte los. Und dann schauen wir mal weiter.
So, das ist von eine Challenge von der Mrs. Minimi. Habt ihr genug Licht? Es wird gerade sehr duster. Ich mache sofort mehr Licht. Die 73, das sind 10 und die Quersumme aus 10 ist 1. So, dann habe ich alle Lose einmal abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, wie viel haben wir denn drin? Es wären dann 60, also mit dem 1 Euro. Weil ich ja gerade keine Fünfer mehr habe, ne? Ich würde eigentlich schon ganz gerne noch ein bisschen mehr reinmachen. Aber ich habe keinen Fünfer mehr. Aber viel mehr soll es nicht werden, weil ich ja gerade 15 Euro in die Gina gesteckt habe. Aber nur 1 Euro ist auch blöd. Habe ich hier zwei... Also habe ich hier einen Fünfer drin? Ich habe hier einen Fünfer drin. Ja, dann geht das ja, oder? Okay, werde ich gleich sehen. So, ich würde nämlich hier noch den letzten Sticker aufkleben. Das ist die Ente. Und die kostet mich nämlich 5 Euro. Die schwimmt hier. Und dann kommen hier einmal 6 Euro rein. Sodass ich hier bei 65 Euro bin. Ja, dann kann ich nämlich 4 Euro rausnehmen und 10er reintun. Ja, das macht Sinn. Okay, gut. Gott sei Dank. So, Flora hat 6 Euro bekommen. Und dann habe ich hier ja letzte Mal noch Flowers and Bones, also im Wochenabschluss, Flowers and Bones von Spaß am Sparen reingemacht, von der Andrea. Wartet, jetzt mache ich euch erst Licht, sonst komme ich wieder drüber weg. So, dann seht ihr nachher nichts mehr, das wäre schade. Genau, hier ist ja noch gar nichts drin. Ich würde hier aber recht niedrig starten, denn wir haben hier noch 30 Euro. Aber Bücher kann teuer werden und Gesundheit muss halt immer Geld rein. Deswegen starten wir mal mit einer 3. So, ich glaube, hier würde ich auch mal tracken, weil ich erstens nicht weiß, was insgesamt bei rumkommt und zweitens glaube, dass es ganz schön viel ist. Deswegen schreibe ich es mal auf. Mal sehen, ob ich die nächsten Male dann dran, auch dran denke, weiter zu tracken. Nicht so, wie mir das schon bei einigen anderen Challenges passiert ist. So, 3. Das heißt, wir haben in den Luxustopf 20, 24, 27 Euro gespart. Und wir kommen jetzt zum Büchertopf. Und ja, da haben wir als erstes Shut the Book von Spaß am Sparen. Ich glaube, ich möchte Pink. Und lila. Dieses Lila möchte ich. Kein anderes. Komm her. Ja. So. Genau. Hier würfel ich ja mit 2 Sechsern. Und kann dann entscheiden, was ich ankreuze. Also, ich könnte jetzt die 6 ankreuzen. Und das mache ich auch. Oder ich könnte halt auch eine 5 und eine 1 zum Beispiel ankreuzen. Oder die 4 und die 2. Sodass ich halt insgesamt auf 6 komme. Aber dann nehme ich direkt die 6. 2 und 1, das sind 3. Brauch mal was Hohes. Eine 9, da nehme ich auch die 9. Genau, das, was übrig bleibt, muss man nämlich dann am Ende sparen. Noch eine 9, da die 8 und die 1 wären 9. Oder die 7 und die 2 oder die 5 und die 4. Ich entscheide mich für die 7... Nein, ich entscheide mich für die 8 und die 1. Weiß nicht, ob das schlau war. Habe ich mich jetzt entschieden. Und ich sehe gerade, die 7 habe ich letztes Mal nicht gespart. Die habe ich noch offen. Also musste ich letztes Mal sparen, weil die nicht weg war. Habe ich jetzt noch offen. Die 4 und die 2. Also genau die gleichen Entscheidungen getroffen wie letztes Mal. Eine 4 habe ich diesmal. Die muss ich auch nehmen. So, jetzt habe ich noch 7, 5 und 2. Eine 11. Oh. Das geht nicht, oder? 7 und 5 sind 12. Ist einer zu viel.
Und 7 und 2 sind 9. Und 2 und 5 sind 7. Okay, dann muss ich hier 14 Euro sparen. Und das meinte ich mit, der Büchertopf kann teuer werden. Sind 27. Ja, manche machen hier die Quersumme. Ich nicht. ja, gut. Ich glaube, da müssen wir dann gleich noch eine Challenge überspringen. 10. Ich kann eh nicht tauschen. Da muss hier Kleingeld rein. Okay. Möchtest du würfeln? Hallo. Hallo, möchtest du würfeln? Mit einem. Den Kreisel? Nein, ein Würfel. Ja, Ein einmal. 20er Würfel. Und es wäre nett, wenn es keine 20 ist. Dann nehmen wir Weil mal. ich hatte letzte Mal schon die 20. Und ich hatte auch schon eine 19. Ist für das Geld darf ich für Bücher ausgeben. Da willst du zwei. Eine 2. Okay. Damit kann ich leben. Eine 2. Und wir machen daraus eine 3. Denn hier sind gerade noch 2 Euro drin. Und dann haben wir hier dann ein rundes Ergebnis. 3 Euro wären 5er dazu. Habe ich nicht. Also nehmen wir den 10er. Und die 2 5er tausche ich auch nochmal gegen den 10er. Und dann kommen in den Büchertopf 20, 40, 50, 60, 70, 80 Euro durch diese Challenge. Juhu, ich freue mich. Ich freue mich. So, das darf. Achso, brauche ich nicht reintun. Das darf ausziehen. Sehr schön. Und darf hier einmal das Geld rein. Was habe ich gesagt? 20, 40, 50, 60. Die 15 Euro waren drin. 20, 40, 50, 60, 70, 80 Euro. Die Frage, habe ich eben was anderes gesagt? Plus 80. So, hier sind 15 schon drin, weil ich letzte Mal ja irgendwie Kleingeld tauschen musste und dann ja, habe ich das einfach mal stumpf aufgerundet und dann bin ich hier bei 95 Euro insgesamt. Jetzt gucke ich noch mal. B20 hatte am Anfang so und dann plus 3 macht ja 81. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich glaube, da habe ich mich irgendwo wieder verrechnet, aber 80 Euro sind jetzt auf jeden Fall da reingewandert. Das heißt, wir schreiben hier eine 3 auf. Und hier plus 80. Okay, das passt. So. Genau, und dann würde ich sagen, werden wir die Fee auf der Schaukel tatsächlich noch einmal überspringen, auch wenn ich das bei dieser Challenge schon so häufig gemacht habe. Aber ja, wir haben jetzt genug für die Bücher zurückgelegt. Und zwar insgesamt 17 Euro. Wow, letzte Woche waren es 41. Lassen wir das so stehen. Machen wir weiter mit meinem Gesundheitsspartopf. Und da habe ich ja hier das süße oder saure Halloween-Lotto. Und da hat die Andrea letzte Woche die 29 gezogen. Ich habe hier ein Fragezeichen noch hingemacht, weil ich mir nicht mehr sicher war. Dann habe ich es nachgeschaut, gesehen, dass es die 29 ist. Habe versucht, es wegzuradieren. Es hat geschmiert, aber weggegangen ist da nichts von dem Fragezeichen. Von daher bleibt es da jetzt so stehen. Auf jeden Fall ist also die 29 habe ich natürlich nicht getroffen. Die ist hier. Also, ja, Andrea hat einfach die falschen Zahlen gezogen, würde ich sagen. Und die Quersumme aus 29 ist ja 11 und daraus die Quersumme ist 2. Das heißt, ich spare hier 2 Euro rein und bin bei 28. Das passt. 2 Euro. Okay, wir machen weiter mit der Lilo. Eine lose Challenge von Kaffee und Quatsch. Und Lilo hat orangene Lose. Die kleine Maus. Achso, jetzt kann ich das auch, weil ich eben das letzte Los von der Flora gezogen habe und den letzten Sticker aufgeklebt habe, habe ich jetzt hier eine Schublade frei. Dann kann ich die da auch reintun, die Lose.
wieder ein bisschen sortierter. Und Lilo bekommt 8 und 3 sind 11, also 2 Euro. Und dann habe ich hier ja noch ihre Schwester Lora hinzugefügt. Und ich glaube, das muss ich in meiner Tabelle hier mal eben zusammenfassen, weil ich hier keinen Platz gelassen habe. Irgendwie, muss ich mir da für nächsten Monat nochmal was anderes überlegen. Das ist die Lora auf jeden Fall. So, das heißt, die Lilo bekommt jetzt erstmal 2 Euro. Und bei der Lora dürfen wir mal einmal würfeln. Und ich glaube, in Anbetracht dessen, dass ich hier nicht mehr allzu viel Geld habe, reicht es, wenn ich einmal mit einem Würfel würfel. Und zwar mit Grün. Eine 3. Und das malen wir auch mal grün aus. So, warum nicht? Ich starte einfach hier. So. Das heißt, hier kommen nochmal 3 dazu. Und hier kommen 3 Euro rein. Jetzt frage ich mich wieder, wo meine ganzen 2-Euro-Stücke hin sind, weil in einem der letzten Videos war das Ding fast voll und jetzt sind alle wieder im Beiner drin. So, wir spielen eine Runde. Ich weiß, was du letzten Sommer gespart hast aus der schaurigen Halloween-Box von Kaffee und Quatsch. Und dann schauen wir mal. Achso, ich würfel mit einem 4er übrigens, wie viele Karten ich ziehen darf. Ich will nicht immer 4 Karten ziehen. So, nochmal richtig würfeln hier. Lassen wir das. 4 Karten, okay. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Also, wen haben wir hier? 1 Euro für diesen Freund. Dann dürfen wir ein Feld freirubbeln. 2 Euro sind wir bei 3. Und 3 Euro sind wir bei 6. Und ich darf noch ein Feld freirubbeln, was mich natürlich freut. Und da rubbel ich mal hier oben. So, ich kann nichts mehr erkennen, was da steht, weil es zu düster wird. Aber auf der Kamera sieht das Bild eigentlich noch relativ hell aus. Und daher, mal gucken. Ich glaube, es ist eine 2. Ja, und in der Kamera kann ich das wirklich besser sehen als in echt gerade. 2, das heißt, wir sind bei 8 Euro, die hier heute reinkommen. Das heißt, ich nehme 2 Euro raus und packe 10 Euro rein. Plus 8 sind 22. Ich glaube wohl. So. Einmal hier ein bisschen aufräumen. 8 Euro. Dann haben wir noch Wettlauf der Monster und die Monsterjagd. Und Tattoo, wo ich auf jeden Fall gerne hier beim Clown ein Feld freirubbeln möchte. Mal sehen. Aber Wettlauf der Monster und auch die Monsterjagd möchte ich unbedingt spielen. Also, wir gucken mal. Wir starten mal mit dem Wettlauf der Monster. Aber hier möchte ich halt eigentlich auch vorankommen. Oh, hier liegt noch Müll. Genau, weil hier noch so viel zu tun ist. Und bis Dezember würde ich das eigentlich ganz gerne, also dann im Dezember irgendwann auch beenden. Wir würfeln erstmal. Das Spiel ist von gemeinsam sparen. Und man würfelt mit einem 4er-Würfel, wer hier vorgehen darf. Die Edwina ist dran. Sie heißt doch Edwina, oder? Ja. Und da ist der Kürbis. Der lässt mich nur vorbei, wenn ich eine 1 oder eine 6 würfel. Okay. Eine 5. Gut. Also kein Punkt, kein Schritt für Edwina. Eine 3. Der Lucifer darf einen Schritt nach vorne machen. Wir sparen 1 Euro. Und nochmal, wir sind bei 4 Euro.
Und eine 1. Wir sind bei Konrad. Konrad spart 1 Euro. Und dann sind wir direkt bei 5. Und ich glaube, das muss ich heute belassen. Sind 30 Euro. Denn das ist der letzte 5er. So, die Monsterjagd. Ich rubbel mal erst hier beim Tattoo-Spartopf. Beim Clown ein Feld frei. Und zwar dieses hier. 4 Euro sind da drunter, okay. Gut. Die Schatzsuche müssen wir dann wohl leider wieder überspringen. Was ist wieder? Aber ja, diesmal. Das heißt, in Tattoo sind insgesamt halt nur 4 Euro reingekommen. Und Gesundheit, also Wettlauf der Monster hat 5 bekommen. Dann schauen wir doch jetzt mal. Ich habe hier ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 Euro. Dass ich noch das ein oder andere Feld abkreuze. Genau, das ist ein Patreon-Spiel gewesen von Susan, von gemeinsam sparen. Achso, und ich brauche einen 6er und einen 12er. Dann nehmen wir doch hier diese lila Kombination. Eine 10 und eine 3. Wir dürfen den Cupcake abkreuzen. Und dann habe ich den komplett. Und der sagt mir, von diesem Muffin bekommen die Kinder Bauchschmerzen. Weg damit und spare 5 Euro. Okay. Und ein zweites Mal würfel ich noch, aber das war ja jetzt schon mal erfolgreich. Das ist schon mal gut. 11 und 4 sind auch noch mal 5. Und dann kommen hier 10 Euro rein. Aber ja, nicht in Kleingeld, sondern das darf hier bleiben. Und ich nehme mir einen 10er noch von meinem Spielgeld. Und das Kleingeld, ja, verspiele ich ja dann am Ende immer. Genau, von daher ist das jetzt einfach quasi wieder direkt getauscht. Und hier haben wir Geld. Ein 10er. So. Aber waren ja auch erfolgreich. Oder ist auch noch ein bisschen Kleingeld drin? Gut, können wir dann demnächst auch noch tauschen. Sind 34 Euro. So, dann sind wir auf jeden Fall hiermit schon mal durch. Und dann schreibe ich hier jetzt noch eben auf. Monsterjagd 10 Euro. Und insgesamt für Gesundheit gespart haben wir 10, 20, 28, 30 Euro. Das ist doch wunderbar. Okay. So, achso. Dann kann ich hier noch aufschreiben. Die B20 haben wir ja beendet. Mit 80 Euro. Und Gina haben wir beendet. Mit, was waren das denn jetzt? Hier waren es nochmal 14. Das waren nochmal, wie habe ich da jetzt reingetackt? 65 Euro. Und wir noch irgendwas? Nee, das war's. Okay, gut. Dann habe ich das auch notiert. Und genau, dann sind wir durch mit dem Video. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann direkt morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.